Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Fallout 76. Da wollt ihr mich ja jetzt wirklich bedrohen. Ja, Bogtown ist gerade verloren gewesen. Ich wollte aber erstmal noch komplett sauber machen und Co. Und jetzt machen wir hier noch einmal kurz den Kürbissammler, damit wir wirklich die Dailies soweit durch haben. Und dann würde ich auch schon langsam anfangen wollen, ja, Stahl und Co. zu sammeln. Oh, mir fehlt noch eine. Oh, gehen wir auch kurz nochmal hier rüber. Es kommt dabei raus, wenn man kein wirkliches grün Däumchen mit bei hat. So. Jetzt bin ich am überlegen, uns das nochmal kurz wiederzuholen oder eher nicht. Na komm, das holen wir uns wieder. Das sind nur Maulwurfsratten. Da kann ja nicht viel schief gehen bei. Und dann fangen wir erstmal an, dass wir jetzt nochmal ein bisschen Säure aufstocken. Oder fangen wir jetzt... Naja, Säure dürfte eigentlich jetzt genug da sein, um zur Not Schießpulver herzustellen. Stoff habe ich auch noch ein bisschen was da, also das wäre alles kein Thema. Ich denke mal, Blei wäre, denke ich mal, die bessere Wahl. Dann fangen wir mal gleich mit einer Bleirunde an. Und holy. Noch nicht mal alles geladen, aber hauptsächlich ihr habt schon alle weggeschossen hier, oder was? So, wo sind denn die anderen Ratten? Da ist keiner. Rattis. Seid nicht so rattig. Hier drin. Oh, legendär. Auch nicht schlecht. Okay, dafür ist die Waffe schlecht. So, jetzt haben wir hier hinten noch irgendwo einen. Du hast jetzt nicht wirklich den Supermutanten in die Wand reingeschlagen. Was ist denn das hingekriegt? Na egal, dann lassen wir ihn da einfach in der Wand. Soll er doch da verhungern? So, und du lass mal das Sofa in Ruhe hier. Gibt's doch nicht. So. Können wir uns gleich nochmal so ein bisschen was nehmen. Jetzt gucke ich nochmal, dass ich hier die Notizen nochmal loswerde. Ja, das dürfte gut passen. So, dann fangen wir mal an. Diesmal fangen wir mal von... Das schafft ihr schon. Ich habe Vertrauen auf euch. So, fangen wir mal von unten an. Oder... Ja, komm. Einmal nach Standort Charlie. Und dann gehen wir mal kurz die Nukes einmal komplett durch. So steht jetzt erstmal der kleinere Plan. Aber ich nehme mir jetzt erstmal meine Power Armor. Fühle mich halt ein bisschen sicherer. Liberty Prime. Und mir fällt gerade auf, ich habe noch nichts gegessen und getrinkt hier. Dann sollten wir das nochmal kurz nachholen. Sind ja die ganzen Vorteile ja schon wieder weg. So, und die Wahrnehmung noch. Und Stärke noch. So, dann hier einmal kurz durch. Na, nun nimm die Waffe. Sehr gut. Gut, dann fangen wir jetzt mal an hier Blei zu farmen. Okay, legendäre noch nebenbei mitzunehmen. Auch nicht verkehrt. Besser kann ich mir das aber gar nicht mehr erträumen. Okay.
Jetzt bleib doch mal stehen, Mensch. Was ist denn hier jetzt Phase? Er ruckelt das Game ohne Ende und dann taucht hier ein Legendärer nach dem anderen auf. Gut, ich will mich nicht beschweren. Das sind jetzt zwei, drei legendäre Items mit einem Mal gewesen. Aber war hier nicht noch einer? Nee. Okay. Habe ich nichts gegen. Not bad. Eigentlich jetzt ein bisschen schlecht, weil wir gerade erst anfangen jetzt mit dem Blei. Und das wird jetzt größtenteils in Gewichte gehen. Und keine Angst, Lucky Hole werden wir auch noch mitnehmen. Ist ja das meiste, was wir am Blei rauskriegen. Bloß ich will halt einmal komplett die Runde gehen, um halt die Reserven komplett aufzufüllen. Und damit ich dann wirklich sagen kann, okay, zur Not, ich stelle, was weiß ich nicht, 5mm Munition oder her. Und brauche mir keine Sorgen machen, dass mir während der EP-Event-Tage die Muni ausgeht. Könnte ja auch sein, dass ich sage, ich hab Bock auf irgendeine andere Waffe, weil wir jetzt vielleicht noch irgendeine Waffe bekommen, die not bad ist. Alles möglich. So, hier haben wir noch ein Gewicht. Ah ja, erstmal Licht an. So. Ersten haben wir schon mal fertig. Dann schleppen wir uns gleich wieder raus. Und hoch. Schade, ich wollte ihn gerade noch erschießen. Aber vielleicht kommt er ja mit. Der Kleine. Na, dadurch, dass er jetzt mitkommt, dauert das Laden jetzt so lange. Oder er ist wieder abgehauen, weil wir zu lange geladen haben. Ne? Gut. So, Standort Charlie. Gehe ich gerne, wenn ich Blei sowieso sammle. Nochmal hinten zu meinem kleinen Lieblingshäuschen hier. In der Ecke. Ja, komm. Nehmen wir hier mal das Leichte. Weil dort hinten haben wir nämlich auch nochmal zwei, drei Gewichte im Keller. Und die kann ich mir ja dann auch gleich mit zu Genüte führen. Also wird das ja auch gut passen. Jetzt kommt es nur drauf an. Na, wenn aber jetzt Befreier sind, dann nehme ich nochmal den Krückstock. Aber sieht so aus, als wenn es Groobies sind, oder? Was haben wir denn da hinten? Ghule. Na gut, Ghule lasse ich jetzt auch. Embrace democracy, or you will be eradicated. Okay, wunderbar. Und die nächsten gleich runter. Na, nächster? Nee? Okay. So, dann wollen wir jetzt, müssen wir erstmal immer nach oben. Democracy is non-negotiable. Noch ein Leuchtner. War nicht schlecht. Nehmen wir doch auch mit. Du stehst in mir drin, ich kann mich nicht bewegen. Immer diese Kuschler hier. Schlimm. So, haben wir hier noch den Safe. Vielleicht nochmal technische Daten. Ist jetzt zwar nicht mein Ziel, technische Daten zu suchen, aber wenn man sie findet, dann nimmt man sie mit. Aber nein. Gut, dann haben wir hier unten noch einmal 20 Pfund Hanteln. Und auch noch so ein bisschen Zeug. Gucken wir mal, haben wir schon eine Ausbeute von 83 und könnten auch gleich schon zum nächsten porten.
Was ist da? Schon wieder Fliegenklatsche. Nee, nee, komm, wir brauchen Blei. Wir brauchen viel Blei. Eigentlich kann man Blei nie wirklich genug haben. Ah, mal schauen. Dürften jetzt so gut. Ah. Fast 400 Blei bei rumkommen. Und nochmal ein bisschen Säure. Und wir müssten eigentlich nochmal verteidigen. Ach Mensch. Oh. Okay. Der hat mich, glaube ich, nie ernst genommen oder so. Egal. Gehen wir hier nochmal kurz durch. Und wieder runter. Bin auch am Überlegen, jetzt nur die Kurzstreckenblei zu nehmen. Nein, ich nehm jetzt nur das, was man jetzt am schnellsten an Blei bekommt. Ich glaube, der Rest wird doch ein bisschen zu viel für die Folge. Damit wir vielleicht noch unsere Wiederanspruchung noch am Ende machen können. Heißt, ich werde jetzt extra oben die Verteidigung sein lassen. So. Nicht ärgern. Ärgern ist böse. So, mein Licht geht hier ständig aus. Ja, ich bleib ja schon stehen. Aber nur, weil ich die Gewichte haben möchte. So, jetzt schnell wieder raus. Und hoch. Diesmal habe ich dich erwischt. Diesmal. Also, jetzt brauche ich aber schon wieder mein kleines Kämpchen, damit ich das loswerde. Aber es ist ja nicht weiter das Thema. Ist ja eigentlich auch nur zur Beschleunigung. Normalerweise müsste man jetzt hochlaufen bis zum Bahnhof. Jetzt hänge ich da auch noch fest. Und so spare ich mir jetzt eigentlich nur ein klein wenig Zeit. Indem ich das hier einmal kurz zwischenlager. So, und dann gehen wir nochmal nach Bravo. Dann haben wir die drei Dinger schon mal durch. Dann haben wir nur noch drei kleinere Orte. Und dann passt das. So, einmal kurz nachladen. Ja, schade. Ich hätte mir gerne noch Grafton Steel genommen. Da hätte man dann halt auch nochmal gut Stahl sammeln können. Aber vier Dinger sind dann halt doch ein bisschen zu viel. Die kriege ich ja dann offscreen gar nicht mehr eingesammelt. Also von daher, drei passen schon voll und ganz. So. Countdown Bravo. Nein, danke. Wüsste jetzt auch nicht, wohin mit der Nuke. Weil Brandbestie werde ich alleine wohl wahrscheinlich eher nicht schaffen hier. Immer diese aufdringlichen Rovis. So, hier auch nochmal alles mitnehmen. Zum Glück im Sinne ja eigentlich immer dieselben Runden. Embrace democracy, or you will so, und wieder raus. Und vorne nehmen wir hier noch mal ein bisschen was mit. Erwischt.
Der erste ist davongekommen, der zweite gerade so weggegangen und der dritte hat es noch nicht mal kommen sehen. Gut, dann stellen wir draußen wieder nochmal das Camp um und dann geht's auch schon weiter. Habe ich mich ja nicht ganz so gut geschätzt. Wir sind jetzt gerade erstmal bei der Hälfte. Hätte ich jetzt noch die in Graham Mining mitgenommen, dann hätte ich wohl wahrscheinlich ein bisschen länger gebraucht. Weil da müssen wir uns ja auch noch mal ein bisschen durchkämpfen und ich verlaufe mich da auch immer gerne mal. So, heißt, wir gehen jetzt zur Strafanstalt. Das ist aber eigentlich auch eher relativ einfach. Da liegen die ja mitten auf dem Gefängnishof. Unsere schönen Gewichte. Ah, und die letzten zwei sind ja eigentlich ganz einfach. Die, die ich mir jetzt noch auf die Liste in meinem Kopf geschrieben habe. So, geben wir mal gleich Gas. Damit wir das jetzt auch noch rechtzeitig schaffen. Aber okay. Democracy is non-negotiable. Ich glaube, ich habe gerade Soundaussetzer gehabt, oder? Klang auf jeden Fall so. So, du willst auch noch? Sehr schön. So, dann werden wir den Tantis nochmal drüben ein bisschen guten Tag sagen. So, Nummer 1. Democracy is non-negotiable. Ist immer cool, in kleinen Gebieten mit nur 2-3 Schuss zu hantieren. Solange man anständig zielt, ne? So. Oh, der war sogar ganz gut. Zeit von Menschen vorüber sein, na gut. Wenn du das sagst, Brudi. So, dich nehmen wir auch noch weg. Genau, was das sein? Das sind Gewichte, die ich jetzt einmal mal mitnehme. So. Haben wir auch schon wieder die nächsten Gewichte in petto. Ne? Du da oben? Hätte ich ein bisschen mehr durchgezogen, dann hätte ich wohl wahrscheinlich beide hintereinander weggeknallen können hier. Aber wenigstens kriegen wir hier so ein klein wenig Schießpulver nochmal rein. Passt. So, mal gucken, ob wir uns jetzt schon traglastfähig kriegen ohne das Camp. So, Maske kann weg, Kettensäge kann weg, Maschinenpistole kann weg. Die Jagdgewehre kommen auch alle weg. So, und ansonsten haben wir alles weg. Gut, kann ich ja hier nochmal ein bisschen mehr mitnehmen. So, auf zu den nächsten zwei Standorten. Denke ich mal, dürfte das mit Hohl zusammen erstmal genug Blei sein. Damit kann ich den ganzen Tag eigentlich gut mitspielen. Müsste eigentlich passen. Brauche ich auch keine Panik haben, dass mir irgendwann die Munition ausgeht. Also passt das. So. Einmal Kaki Lake weg. Dann
hauen wir hier uns auch nochmal alles hinter die Binde. Wunderbar, jetzt brauche ich aber wieder das Camp. Komm, ihr bist engaged. Oh, Maulwurfsratten. Nervige kleine Biester. So. Du auch nochmal weg. Hochschleppen. Ihr nervt nur. Merkt ihr das nicht? So, und jetzt nochmal zur Feuerwache. Und dann haben wir die Runde auch schon so gut wie hinter uns. Dann dürften wir eigentlich nur noch Hemlock Holes kurz machen können. Und dann passt das. Stimmt, ich darf aber jetzt nicht vergessen, die Glückstreffer zu kaufen. Und schon mal zu aktivieren. Vorbereitung ist besser als Nachbereitung. Weil dann können wir gleich beides im Doppelpack abschließen. Nächste Woche. Und dann gibt es ja auch nochmal doppelte EP dafür. Kriegen auch nochmal ein bisschen Bleialu und Co. dazu. Schlecht wäre es auf jeden Fall nicht. So, aber Wasser. Bleiben Sie cool. Ich bin immer der Coolste. So cool bleibe ich. Ich erfriere schon an meiner Coolness. So, und die letzten Gewichte hier. Na, mal gucken, ob ich Hornwright noch irgendwo dazwischen klemmen kann. Aber ich denke mal, brauchen tun wir es jetzt nicht unbedingt. Das waren jetzt ja schon mal 400. For free. Ah, ich glaube, die Verteidigung ist noch am Laufen, wa? So wie es aussieht. Ah, wollen wir gleich mal sehen. Uiuiui. Berg wieder am Ausbrechen hier. Gewebefarm möchte auch verteidigt werden. So, danke für Blei. So, erst dich hier drinne. Gut. Zu meiner eigenen Sicherheit, ich weiß. Death is a preferable alternative to communism. Sie es nicht schaffen, sich von. Ich bin also verdammt dumm. Schönen Dank. Sie ihre Suche nach feindlichem Ziel. Feindliches Ziel stand hinter dir. So, das dürfte es eigentlich auch gewesen sein. Das heißt, wir können jetzt hier uns schnell schon mal die hier gönnen. Ja, du wurdest beleidigt. Okay. Prospektorenkarte und. Achso, hier oben. Baggerkarte fehlte. So, machen tun wir die jetzt nicht. Die lassen wir einfach so rumliegen, wie sie sind. Und Hemlock Holes hat sich wohl selbst verteidigt. Okay, gut. Dann ist das halt so. Lieber nochmal überprüfen, nicht, dass ich gleich offscreen da einmal durchporte und irgendwas Blödes passiert. Okay, die schießt hier schon wieder auf. Keine Ahnung. Es waren also Maskorpione. Repariert werden muss nichts. Passt. Dann holen wir uns jetzt noch die Gewebefarben wieder. Müssen wir gleich aufpassen, dann müsste ja gleich wieder Bocktown dran sein. Ich komme ja noch nicht mal irgendwie dabei, irgendwas nebenbei zu craften. Aber klappt schon. Gibt ja immerhin EP. Und auch so ein bisschen Stuff. Oh nein, Power-Rüstung greifen an. Sollen die Power-Rüstung sich schämen? Okay, ich weiß wenigstens, wo sie sind.
Sind aber komische Power-Rüstung. Ja gut, hat sich gerade selbst verteidigt. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt hier erstmal den Cut. Ich räume hier nochmal alles ab und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Also schaltet wieder ein und bis dann.